Auf YouTube. Auf TikTok. Auf Instagram. Auf meine Mutter! Mama, kannst du mir vielleicht die Milch da hinten geben? Erst wenn der Kevin spielen kommen darf. Verdammte Scheiße, mach ich's halt selber! Einfach überall! Okay, wisst ihr was? Wir beenden die ganze Sache jetzt. Wir beenden es. Da ich nicht will, dass Kevin spielen kommt, andere Leute es aber schon wollen, frage ich in diesem Video 100 fremde Leute, ob Kevin spielen kommen darf. Und wenn mehr als 50% Ja sagt, dann habt ihr gewonnen, okay? Dann darf er kommen, ja? Ich hab echt keinen Bock mehr. Intro. Was ist das? Es gibt Merch? Wieso bist du auf Kleidung drauf? Kauft euch mal Merch! Wieso hast du Merch? Shop, erster Link in der Videobeschreibung. Also, zuerst machen wir einen neuen Account. Wir nennen uns einfach mal Darf der Kevin spielen kommen? Besetzt? Okay. Ja, dann halt Darf der Kevin heute spielen kommen? Besetzt! Wollt ihr mich eigentlich komplett? Kevin heute kommen darf spielen. 1, 2, 3, 4, Punkt. Gustav! Ich bin eine Katze! Du bist kein. Nein! Okay, es hat endlich funktioniert nach 5 Stunden. Wir heißen jetzt Darf der Kevin spielen kommen? 4. Da hätte ich auch früher drauf kommen können! Ich meine, niemand mag die Zahl 4! Hall. Profilbild eingestellt und jetzt werden ein paar random Leute angeschrieben. Am besten, wenn wir auf der offiziellen deutschen Instagram-Seite gehen, dann auf das letzte Bild gehen und dann einfach random Leute anschreiben, die etwas kommentiert haben. Da die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass die Accounts aktiv sind und wir zumindest auch eine Antwort zurückkriegen. Also, erster Kandidat von 19 Minuten schreibt Altrabala 7 ein Auto. Okay. Darf der Kevin spielen kommen? Und dann noch ein schönes Bild von dir hinzufügen, aber natürlich nur, wenn du damit einverstanden bist. Nein, bin ich nicht. Halt dein Maul! 1 von 100, weiter geht's. Mach mal etwas schnellere Musik an. Immer noch zu langsam. Schneller! Bin neu hier bei Instagram. Will jemand mit mir schreiben? Oh, Hot Hananes? XX? Natürlich will ich mit dir schreiben. Hey. Darf der Kevin spielen kommen? Voll verarscht. Du dachtest, ich wollte was von dir. Oh ja, wenn der Kevin so gerne mit mir spielen will. Splash. Nein, so war das eigentlich nicht gemeint. Doch, so war das gemeint. Nein, war es nicht. Menschen und Katzen gehen nicht zusammen. Und schon gar nicht Katzen mit Augen auf den Ohren. Weiter geht's. Ich suche einen Brieffreund, Freundin. Schaut gerne vorbei. GÜB-Adresse. Nice. Ich wusste nicht, dass das so einfach ist. Darf der. So, mal gucken, ob die antwortet. Altrabala, du schon wieder? Und du hast nochmal ein Auto-Emoji kommentiert? Wieso? Schau doch mal bei mir vorbei. Ich poste regelmäßig tolle Kleidungsstücke, Schuhe von Zalando. Okay. Scheiß Content und jetzt beantworte meine Frage. Altra und schon wieder ein Auto-Emoji. Was ist dein Problem? Altra, verdammt! So, 100 Leute habe ich angeschrieben und jetzt warten wir eine Woche. Wieso habe ich 40 Follower? Und wieso sind die alle arabisch? Und was ist das? Ich bin ein Tannenbaum. Nicht schon wieder! Nein! Na klar. Okay. Ja klar. Nein! Fahrschule Ludwig? Warum, Junge? Warum tust du mir das an, Ludwig?
Nein! Lachemoji, Lachemoji! Es ist 12 Uhr nachts, ich habe gerade einen Horrorfilm geschaut und werde auf einmal von irgendeinem Typen auf Instagram angeschrieben, der mich fragt, ob Kevin spielen kommen darf. Und schickt mir dann noch dieses Bild! Welches Bild? Oh Mann, das ist nicht das richtige Bild! Also darf er jetzt kommen? Ja, von mir aus! Na, wieso schreien wir? Keine Ahnung! Wieso bist du eine Giraffe? Weiß ich nicht! Hahaha. Nein, darf er nicht? Hehe. Was ist hehe, bitteschön, für eine Antwort? Was soll ich mit einem hehe? Das ist kein Ja und auch kein Nein. Sehr erregend. Genau das gleiche bei dir. Was soll ich mit sehr erregend? Aber sicher. Lösch dein Profilbild! Lieber nicht. Nein? Was willst du? Wissen, ob Kevin spielen kommen darf? Verpiss dich! Darf er nicht? Nein? Hahaha, klar. Nein! Ich war gerade auf einer Feier und habe ein nettes Mädchen kennengelernt. Sophie heißt sie. Ich habe mein Instagram gegeben in der Hoffnung, dass wir uns vielleicht näher kennenlernen können. Sehe dann, dass ich eine Privatnachricht gekriegt habe und war vor Glück fast umgefallen. Aber dann kommt sowas. Also, darf der Kevin jetzt kommen oder nicht? Na gut. Na! Aber Leute, um ehrlich zu sein, tut der Junge mir schon ein bisschen leid. Schreibt mal alle Hashtag SophieHerz irgendein Typ von Instagram in die Kommentare, vielleicht bringt das ja was. Und das war's schon? Das ist alles? Ein Unentschieden? Dann habe ich die ganze Scheiße hier umsonst gemacht. Als ob von 100 Leuten nur 17 zurückgeschrieben haben. Sogar SpongeBob hat mich ignoriert. Ihr seid alle unterste Schublade! Wieso bin ich eine Beleidigung? Aber jetzt mal ohne Witz, ein Unentschieden, ernsthaft? Wie lange soll das Ganze noch weitergehen? Eigentlich wollte ich das mit diesem Video beenden. Scheiße, was ist passiert?